Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir schleicht leise dem Argonia hinter mir geholfen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir weitermachen. Ich würde sogar sagen, ups, falsche Richtung. Ich würde sogar sagen, da das andere die Hauptquest ist, dass wir erstmal hier durchgehen und mal schauen, was Velsa für uns hat. Die hat uns nämlich eine Nachricht hinterlassen. Gameplayerin, kommt baldmöglichst in meinen Garten. Ich muss mit euch sprechen, Velsa. Ich sollte Velsa besuchen und herausfinden, was sie will. So, in dem Fall sagt das Spiel auch wieder, ich soll hier rausgehen. Das machen wir doch. Wir reden aber nicht mit Amelie Crow und ja, er ist eigentlich auch nur die Ausweichmöglichkeit zu der Khajiit. Velsas Garten. Wo ist denn Velsas Garten? Hier unten. Spricht mit Velsa in ihren Garten. Komme ich denn da jetzt am besten hin? Da glaube ich, sollte ich runter. Und im Endeffekt muss ich dann ja Anari schon wieder. Was macht die denn jetzt hier draußen? Ich dachte, die wartet drinnen auf mich. Und das ist doch der Typ wieder, oder? Ja, genau. Jetzt warten die hier schon alle draußen. Das ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber klar, die sind natürlich immer an unterschiedlichen Plätzen. Muss ich mit dem auch noch reden? Nee, ne? Aber der könnte mich... Der hat mich schon dabei entdeckt. Ah, ist doch blöd, wenn man die Leute nicht umbringen kann. Hallo? Wie, das Ziel ist außer Reichweite. Och nee, komm. Und natürlich wieder ein Bereich, in dem ich Kopfgeld erhalte. Ich liebe es. Ah, ich dreh durch. Okay. Wenn wir schon hier sind, dann können wir auch direkt was stehlen, weil... Beim letzten Mal hatte ich besser gestohlen, also mehr Geld quasi gestohlen, als dass ich Kopfgeld hatte. Ja, da sind die Spinnen wieder. Wir müssen aber nach links runter. Ach so, andersrum kommen wir zwar an den Spinnen vorbei, aber so rum vermutlich nicht, ne? Na doch. Okay. Rechts rum. Ah, das ist dieser Geheimgang. Ja, 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 ja. Das können wir mitnehmen. Und wir sind wieder bei Velsa. Da können wir uns ja jetzt wieder heimisch fühlen und mal wieder ein paar Sachen zu essen mitgehen lassen. Hoppala. Ich wollte aber eigentlich keine Rolle machen. Ich wollte eigentlich nur die Sachen hier eben schnell einsammeln. Ja, komm. Wenn schon, denn schon, ne? Ich meine, so sieht ihr zumindest auch ein bisschen, dass man hier wirklich eine Menge einsammeln kann. Also, wenn man ESO Plus hat. Wenn man es nicht hat, dann kann ich es euch nicht empfehlen. Oder ihr müsst genau gucken, was drin ist. So, Velsa. Bleibt doch mal stehen. Ihr habt euch ja ganz schön Zeit gelassen, was? Aber ihr seid hier. Ja, ich musste erst mit schleicht leise etwas erledigen. Ich habe eure Notiz erhalten. Ihr wolltet mit mir sprechen? Ich brauche eure Hilfe. Ich war auf dem Markt, als mir jemand diesen Brief zusteckte. Es könnte gar nichts bedeuten, aber andererseits könnte es auch eine Art Falle sein. Erzählt mir mehr über diesen Brief, den ihr erhalten habt. Ein gefaltetes Stück Papier ohne Unterschrift. Es sind nur einige wenige Zeilen, die mir alles Gute wünschen. Doch als ich das Blatt auffaltete, fiel eine alte, gepresste Sternengucker-Peonie heraus. Das hat mich beunruhigt. Was ist eine Sternengucker-Peonie? Es ist eine Blume. Genau solche blühten überall um das Haus meiner Familie herum.
Doch ich habe meine Familie vor langer Zeit zurückgelassen. Falls sie mir auf diese Weise eine Nachricht schicken wollte, muss ich wissen, warum sie das ausgerechnet jetzt, nach all diesen Jahren, tut. Ihr wollt, dass ich herausfinde, wer den Brief geschickt hat und warum? Ihr habt immer wieder einen erfrischenden Mangel an Unfähigkeit unter Beweis gestellt. Findet heraus, ob meine Familie den Brief geschickt hat. Unsere Wege trennten sich nicht gerade im Guten. Also könnte es eine Falle sein. Aber man wird nicht mit euch rechnen, was bedeutet, dass diese Falle wahrscheinlich nicht sofort zuschnappt. Ihr müsst doch irgendeine Ahnung haben, worum es dabei geht. Vor Jahrzehnten war ich Welser Arendis vom Haus Drees. Ja, eben jenes Haus, das auf Gewinnen aus dem Sklavenhandel gegründet ist. Bei meiner Flucht ließ ich Dutzende von Sklaven frei. Ich gab ihnen Gold aus unseren Schatzkammern. Ich bereue nur, dass ich das Gesicht meiner Mutter nicht sehen konnte. Aber sonst nichts. Ihr habt nicht gesehen, wer euch den Brief zugesteckt haben könnte? Doch schon. Nur war mir das da noch nicht klar. Ich fragte gerade eine Händlerin nach ihren Preisen, als mich ein halbnackter Nord anrempelte. Genau da ist es passiert. Er flüchtete, bevor ich ihm die Meinung sagen konnte, in Richtung des Händlerlagers vor den Stadttoren. Ich höre mich um und sehe, was ich herausfinden kann. So, lest den Brief, den ich gerne lesen würde. Oder habe ich den im Inventar drin? Moment. Kurz gucken, das sind die neuen Sachen. Währung, Questgegenstände. Okay, unter Questgegenstände habe ich ihn nicht. Und ganz offenbar auch nicht im Inventar. Wo ist... okay. Es hat lange gedauert, euch zu finden. Wisset, dass jemand an euch denkt und hofft, dass es euch gut geht. Ja, könnte eine Falle sein, muss aber nicht. Findet den halbnackten Nord. Wieso den halbnackten Nord? Wieso muss ich immer einen halbnackten Nord finden? Ich will keine nackten Männer mehr finden. Mann. So, hier haben wir schon alles genommen. Ich glaube, das ist auch... Okay, das haben wir vergessen. Ich glaube, das wird dann auch nicht mehr wieder aufgefüllt. So, hier müssen wir jetzt allerdings... müssen da hinten rum... Nee, ich muss nach oben. Mal wieder. Lalalala. Du hast mich nicht gesehen. Ja doch, hier ist auch noch Kopfgeldgebiet. Wobei da normalerweise, glaube ich, niemand ist, der einem irgendwie Kopfgeld verteilen kann, aber egal. So, wir müssen jetzt hier irgendwo den halbnackten Nord finden. Mal die wieder. Die Toten hatten sich bei Tubakas Thron erhoben. Ihr habt ihnen wieder Frieden geschickt. Vielen Dank. Ach da! Mein Onkel ist in die Stadt gegangen, aber er sollte bald wieder zurück sein, falls ihr etwas braucht. Ich lerne noch, wie dieses Geschäft läuft und darf leider nicht das Geringste ohne Aufsicht tun. Mein Onkel meint, ich täte mich mit dem Kopfrechnen schwer. Ich sage dazu, ist das denn wichtig, solange mein Kopf nur richtig hübsch ist? Oh Gott. Habt ihr einer Dunkelelfin einen Brief ins Bündel gesteckt? Was? Nein, das war ich nicht. Habt ihr etwas gesehen? Es laufen jede Menge halbnackter Nord in Abbas Landung herum. Mhm. Oh, hört auf, mich zu verhören. Ich gestehe. Ich war es ganz allein. Aber mehr werde ich dazu nicht sagen. Zum Schutz des Kunden, ihr wisst schon. Das ist jemandem wichtig. Also sagt es mir. Mir ist es auch wichtig, mein Wort nicht zu brechen. Aber Med auch. Med ist auch wichtig. Ich frage mich, was euer Onkel über euer kleines Nebengeschäft sagen würde. Vielleicht will er einen Anteil. Ihr würdet es meinem Onkel sagen? Das ist aber nicht sehr nett von euch. Oh, na schön. Ich traf eine Kashi, den Knurkar, als ich dort in einem Gasthaus trank. Sie hat mich bezahlt, damit ich der Dunkelelfendame hier einen Brief zustecke. Ihren Namen hat mir die Kashi aber nicht gesagt. Tut mir leid.
Ja, reist nach Knurka in Schnittermark. Das heißt, wir müssen erstmal hier komplett raus. Okay. Schnittermark, Schnittermark. Knurka habe ich sogar frei. Perfekt. So, in der Richtung. Tretet näher, schaut euch um. Ja, habe ich leider keine Zeit zu. Ich suche gerade eine gewisse Khajiit. Ich erinnere mich nicht, euch hier schon einmal gesehen zu haben. Hier kommen so viele neue Leute durch, da schwirrt mir der Kopf. Ich suche nach einer Khajiit. In Schnittermark. Das ist ganz und gar nicht die Frage, die ich erwartet hatte. Ihr habt mich neugierig gemacht. Warum sucht ihr nach einer Khajiit? Gibt es irgendein Problem? Sie hat einer Freundin einen Brief geschickt. Die Freundin möchte wieder Kontakt zu ihr aufnehmen. Oh gut, in dem Fall. Hier arbeitet tatsächlich eine ältere Khajiit. Sie ist eine Köchin. Sie backt die besten Pasteten der Stadt. Sie sind wirklich ziemlich lecker. Aber es geht ihr derzeit nicht sehr gut. Ich lasse nicht zu, dass ihr ihre Ruhe stört. Wie lange arbeitet sie schon hier? Das werdet ihr selber fragen müssen. Es ist nicht an mir, über die Angestellten zu sprechen. Ich glaube aber, dass sie in ihrer Jugend ganz schön herumgekommen ist. Könnt ihr mir wenigstens ihren Namen verraten? Ich schätze, das kann nicht schaden. Narani ist eine freundliche und sanftmütige alte Dame. Und eine Meisterin im Backen leckerer Pasteten. Die Leute hier mögen sie wirklich sehr. Und sie haben einen starken Beschützerinstinkt ihr gegenüber. Danke für eure Hilfe. Narani! Hallo? Ist hier irgendwo eine Narani? Nein, dich wollen wir nicht. Du hast eine viel zu lange Quest, die wir jetzt gerade nicht machen wollen. Gesucht! Ja? Nimrians Langzahn. Oh je, diese muss schon wieder eingeschlafen sein. Ja, das ist nicht schlimm. Das können die Leute sich gerne so durchlesen. Die Wind... Heulwindhöhle entdeckt? Was? Wie? Wo? Was habe ich gemacht? Euer Gesicht. Diese erkennt es nicht wieder. Sucht ihr nach einem Stück Kuchen? Ich bin gekommen, um mit euch zu sprechen. Habt ihr einen Brief an Velsar Arendis geschickt? Velsar? Sie ist nicht mit euch mitgekommen. Ah, diese war töricht, den Brief überhaupt zu schicken. Oder die Peonie. Ich hatte gehofft, die Jahre hätten ihren Erinnerungen das Schmerzliche genommen. Dass sie vielleicht eine alte Freundin noch ein letztes Mal vor deren Ende sehen wollen würde. Sie fürchtete, der Brief könnte eine Falle sein. Oh, dumme Narani. Diese hätte daran denken sollen. Sie fürchtete, dass ihre schreckliche Familie versucht, sie aus ihrem Versteck zu locken. Ich hätte den Brief unterschreiben sollen. Aber ihr müsst verstehen, dass Velsar zutiefst gekränkt war, als sich unsere Wege trennten. Erzählt mir, was geschehen ist. Velsar verachtete das Geschäft ihrer Familie. Diese war damals eine Sklavin, die in der Küche der Familie arbeitete. Wir verliebten uns ineinander. Wir schmiedeten einen Plan, um alle Sklaven zu befreien. Aber sie dachte, ich hätte sie verraten. Sie verschwand, bevor ich die Gelegenheit hatte, mich zu erklären. Warum habt ihr einen Brief geschrieben? Ihr hättet sie einfach aufsuchen sollen. Diese ist nicht mehr die junge und tapfere Khajiit, in die sich Velsar verliebt hat. Und es brauchte eine lange Zeit, um überhaupt zu erfahren, dass sie in Abars Landung ist. Jetzt bin ich alt und mein Verstand ist nicht mehr das, was er einmal war. Velsar würde mich wohl nicht einmal mehr erkennen. Ich glaube, ihr solltet losziehen und mit ihr sprechen. Glaubt ihr wirklich? Vielleicht wäre es das Beste. Es ist schon mehr als genug Zeit verstrichen, in der diese Velsars süßes Antlitz nicht gesehen hat. Selbst wenn sie noch immer wütend ist, kann ich ihr zumindest sagen, dass ich sie nicht verraten habe. Da sie nicht hergekommen ist, werde ich zu ihr gehen müssen. Gut, dann lasst uns nach Abars Landung gehen. Narani, geht es euch gut? Habt ihr schon gehört? Ich hatte ausdrücklich gesagt, dass man euch nicht stören soll. Ruhig, mein Freund. Diese hat sich entschieden, dass es an der Zeit ist, auf Reisen alte Wunden zu heilen. Der Fest des Sphinxfalter der Brief hat Früchte getragen. Ich wünsche euch alles Gute, aber man wird eure Pasteten hier vermissen.
könntet ihr ein Portal. Bei all den Kämpfen zu öffnen wird das sich die kaiserlichen Gegenseite. Auf langen Reisen tun diese immer die alten Knochen weh. Gerne, aber ich kann es nicht lange offen halten. Der Wirt mag es nicht, wenn ich hier Magiker einsetze. Diese wird euch schreiben. Und diesmal werde ich den Brief sogar unterzeichnen. Natürlich. Gebt mir noch einen Augenblick zur Konzentration. Komm, meine neue Freundin. Nehmen wir dieses Portal nach Abars Landung. Wenn ihr nicht gerne mit Portalen reist, könnt ihr auch selbst zurückreisen und mich dort treffen. Nein, nein. Portale sind cool. Es freut mich, euch wiederzusehen, meine Freundin. Portale können manchmal heikel sein. Ja, wir sind hier aber in einem nicht geschützten Bereich, Narani. Die Zeit verstreicht so unterschiedlich für eine Khajiit und eine Dunkelelfin. Ich bin jetzt alt, aber Velsa? Sei's drum. Diese wird sich freuen, ihre Freundin wiederzusehen. Velsa lebt an einem abgeschiedenen Ort. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid, sie aufzusuchen. Bereit? Diese ist nervös, aber ich bin auch bereit. Geht voran und ich folge euch. Ich führe euch durch den Geheimgang. Ein Geheimgang? Velsa hat Geheimgänge schon immer geliebt. Auf geht's. So, Narani, dann kommt mal mit. Ich muss mal eben eine Kartoffel klauen. Ach, und wieder an diesen blöden Spinnen vorbei. Jetzt bin ich gerade am Gucken. Moment, ich muss. Warum das nach unten immer besser funktioniert als nach oben, weiß ich nicht. Aber Hauptsache, es funktioniert. Darum. Ah, dunkel und staubig. Wie Geheimgänge nun mal oft sind, ne? Wisst ihr nun, wer diesen Brief geschickt hat? Nicht, dass ich mir allzu große Sorgen gemacht hätte. Jemand, dem der Mut zum Unterschreiben fehlte und der es jetzt wieder gut machen will. Narani, seid ihr es wirklich? Allein schon bei eurem Anblick tun sich alte Wunden auf. Oh, Velsa, ich weiß, was ihr gesehen habt, was ihr denken musstet. Diese wollte euch nie ein Leid antun. Ich sah euch in den Armen meines Bruders. Er war der Schlimmste aus meiner Familie. Wie konntet ihr nur? Er kam genau zur falschen Zeit. Ich musste etwas tun, sonst wäre unser ganzer Plan gescheitert. Ihr habt uns nicht verraten? Ihr habt es für mich getan? Nur so konnte ich eure Flucht gewährleisten. Ich ließ Jahre verrinnen, ohne euch die Möglichkeit zu geben, euch zu erklären. Was für eine Verschwendung. Doch ich werde es wieder gut machen. Ich werde euch beschützen. Fühlt sich so Glück an? Ja, ich schätze, so muss es wohl sein. Ihr scheint froh, Narani wiederzusehen. Ich hatte keine Ahnung, dass das passieren würde, als ich euch auf die Suche nach einem halbnackten Nord schickte. Das letzte Mal, als ich Narani sah, war das recht unangenehm. In dieser Wunde war Gift. Ich glaube nicht, dass sie je ganz geheilt ist. Es war wohl nicht gerade leicht, mit euch zurechtzukommen. So viel ist mal sicher. Ihr habt mich mit meiner einen wahren Liebe wieder vereint. Also werde ich das einfach übersehen. Ich hoffe, es bleibt noch die Zeit, einige schöne und denkwürdige Momente miteinander zu teilen, bevor alles vorbei ist. Ihr habt einiges nachzuholen. In all diesen verschwendeten Jahren haben wir so viel verpasst. Narani trägt sie wie einen Mantel, aber mit Anmut und Stil. Ich bin dankbar, dass ihr sie überzeugt habt, hierher zu kommen. Ja, und wir erhalten einen Ring von Baharas Fluch. Narani, ihr müsst müde von der Reise sein. Entspannt euch. Wir reden später. Ich weiß, wir haben uns so viel zu erzählen. Ja, dann darf ich jetzt mal ganz kurz die Sachen öffnen. Oder war das jetzt wieder? Nee, das war hier. So, der Ring, den habe ich aber schon gesammelt. Okay, perfekt.
Ja, das war dann auch alles mit diesem Auftrag. Dann würde ich mal sagen, dass ich hier mal einen kleinen Cut mache. Und einen Auftrag haben wir ja, glaube ich, noch mit der Gildenleiterin. Ich habe gerade den Namen vergessen. Irgendwas mit Z. Saira, genau. Das Ganze werden wir dann in der nächsten Folge machen. Das heißt, wir sehen uns dann im Diebesnest wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.